Alter! Zieht euch das mal rein, Leute. Wie cool ist das denn bitte? Verlangst es an, ne? Ja, ist er. Sparta! Wie machen wir das am besten? Wieso habe ich denn jetzt hier, wenn ich die auswähle, was dann weiter auf Steinschleuderer dabei sind? Ach, scheiß drauf, schick die einfach nach vorne und gut ist. Geht jetzt einfach so hier drauf erstmal. Ja, das ist dumm. Machen wir so hier. Alter, das wird übel. Also drauf. Na, ob das gut geht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es erstmal gut mit den Steinschleudern und so. Also die schießen immer schön nach hinten erstmal. So, jetzt geht's los hier. Männer wanken. Ich muss mal meinen General noch nach vorne schicken. Scheiße. Komm mal hier hin. Ja, es ist halt nicht so super geradlinig oder so. Wir bräuchten mal hier ein Befehl. Normal bei Empire konnte man die mal ein Stück nach vorne versetzen einfach. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Da müsste ich in Ruhe nochmal gucken. Männer wanken. Ich kann mit denen aber jetzt gleich hier von der Seite kommen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir hauen die ja gut weg hier, habe ich so den Eindruck. Ich mach mal Phalanx hier aus. Guck mal nach vorne. Okay, die rennen alle weg, wie es aussieht. Hm? Schieß mal hier weiter drauf. So, drauf hier. Schnell jetzt vorstoßen. Gucken wir mal. Naja, sieht man leider gar nichts. So, jetzt muss ich die auch weiter mal schießen mal hier drauf. Und die stehen immer noch dumm hier. Naja, das ist aber dann nicht mein Problem. So, jetzt kommen sie aber, So, Phalanx ist mal an, ne? Ich mach sie gleich wieder an hier. So. Ihr geht hier drauf. Ah, da sieht das mal gut aus hier. So, ihr dürft hier drauf schießen, beide. Und ich komme jetzt hier gleich mal. Ich werde mal die Bogenschützen nehmen. Was haben die denn noch hier? Bürgerabwehr. Stell die mal so hier auf. Mal sehen, wie sie da laufen. Ja, das gefällt mir. Und dann können wir von den Bogenschützen die vielleicht noch ein bisschen ärgern. So, aber bislang sieht es hier richtig gut aus erstmal. Wir machen wieder Phalanx an. Lang hier dumm rumstehen. Oh, jetzt kommen hier noch mehr, Okay, tut euch mal neu positionieren, bitte. Ah, da sind auch Speerwerfer dabei. Scheiße. Okay, ganz ruhig. So hier. So, und ihr baut euch mal so hier auf. Ab geht's. So, Phalanx. Auch Phalanx. So. Alter, ist das übel. So, ihr schießt weiter drauf. Bogenschützen. Schießt jetzt mal hier drauf einfach. So, und unser General, wo ist der hier? Den verpeile ich immer. Das ist doof. So, wisst ihr was? Ich werde mit denen jetzt hier gleich reinrennen wahrscheinlich. Phalanx aus. So, jetzt einfach hier rein. Ab geht's. Schnell rennen, bitte. Und gleich mache ich schnell das Vorrücken noch an. Alter, ist das übel. Alter! Zieht euch das mal rein, Leute. Wie cool ist das denn, bitte? So, aber weiter konzentrieren hier. So, ihr dürft am besten mal nicht mehr hier reinschießen. So, Bogen. Wow, wow, seht ihr, genau das meine ich. Jetzt können wir mal die Kavallerie holen. Das mache ich mal. So, und euch, was haben wir denn hier? Immer noch gleich so blieben. Ich könnte natürlich mal versuchen, die hier von hinten anzugreifen. Nee, das lasse ich. Ich hau die alle hier drauf. Wo sind die denn jetzt hin? Schnelle Nahkampfkavallerie. Männer wanken. Ah, okay, alles klar. Nee, jetzt halt wegrennen, bitte. Renn mal weg hier.
Rückzug! Ach, keine Sorge, das wird schon noch jetzt. So, ich schieß mal weiter hier drauf. Ja, ist ein bisschen arg ungeordnet hier, das sehe ich auch. Ich werde das jetzt hier mal ein bisschen verteilen und jetzt hier direkt den Angriff starten. Ja, das sind Steinschleuderer, verdammt. Okay, aber guck mal, die ziehen sich alle zurück hier. Guck mal drauf jetzt hier. So. Schieß mal hier drauf. Ja, die Bogenschützen haben sich zurückgezogen. Das habe ich so spät gemacht. Aber immerhin die Kavallerie kann, die hat die jetzt noch weggehauen hier. Ja, die ziehen sich gleich zurück zumindest. So. Sieht gut aus. Verstanden. So, Bogenschütze, lass mal noch hier drauf schießen. Kavallerie. Die stehen echt hier noch. Die versuchen echt hier noch die Linie hier zu halten, oder was? Dann geht mal hier drauf einfach. Schauen wir mal, was die hier ausrichten können. Ah, die dürften halbwegs von der Seite kommen. Das müsste eigentlich passen, oder? So, ich mach jetzt mal Steinschilder und mach. Achtung! So, jetzt hier Raute bitte an. Und jetzt hier alles drauf einfach. Ab geht's, Steinschilderer. Mach mal automatisch schießen aus. Schon erstmal wieder ein bisschen formieren. Bogenschütze bitte auch Feuer aus. Kavallerie hat auch noch gut Leben, ist in Ordnung. Also allgemein haben wir noch nicht sehr viel verloren. Eieieiei. Guck mal hier. Mach mal Phalanx an. Ich greife aber mal zwei raus hier. Wow, da kommen jetzt ja richtig viele hier nochmal. Okay, ganz ruhig. Gehen wir schon hin. Ja, aber ich kann mit den Steinschalterinnen mal noch hier draufballern. Das machen wir mal. So, neulich mache ich nochmal schnell das Vorrücken jetzt an. Das kriegen wir jetzt schon hin hier irgendwie. Männer wanken. Boah, Alter, wie viel. Ey, jetzt langsam wird es aber echt unübersichtlich hier. Jetzt hätte ich das hier gerne ein bisschen verteilt, um ehrlich zu sein. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, die schießen hier drauf, das ist gut. Wir müssen das jetzt hier ein bisschen aufteilen. Hier geht hier drauf. Ah, es zieht sich ja immer mehr zurück, es zieht sich immer mehr zurück hier. So, ganz ruhig. Hier drauf. Geht hier drauf. Es ist halt immer super schwer dann auszuwählen und so, also ich muss das dann noch viel besser aufteilen. Die Armee ist wahrscheinlich auch zu groß erstmal noch für meine Verhältnisse, so, ich weiß es nicht. Aber wir haben auch noch die Kavallerie, da leben ja auch noch alle, so wie es aussieht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ey, das ist doch totaler Bullshit. Ah, sowas regt mich auf, weil es einfach überhaupt nicht stimmt. Komm mal hier hin und greift jetzt mal einfach noch hier an. Ab geht's, eine Steinschleudere. So, das müsste aber jetzt hier bald gewesen sein. So, welchen Punkt müssen wir, wo ist denn der Punkt, den wir einnehmen müssen? Der ist da hinten, okay. Yes! Ja, so wie zum Thema, unsere Männer fliehen vor der Schlacht und das ist ein beschissener Anblick oder so. Was soll denn der Mist? Das war doch super gelaufen. Ja, ich werde das Gefecht jetzt direkt beenden hier an dieser Stelle. Oder wollen wir fortfahren? Doch, ich tue mal noch fortfahren, bis wir mit der Kavallerie hier aufräumen. Aber das lief doch ganz gut. Am Ende habe ich hier einen leichten Überblick verloren, aber es war auch dann übelst viel gewesen. Aber ich denke, insgesamt war das ganz gut schon mal. Also es war nicht so schlecht dafür, wenn man überlegt, wie groß das insgesamt gewesen ist alles. Und wie viele das jetzt waren. Das waren ja irgendwie 4000 gegen 4000 gewesen. Kann sich das hier halbwegs schon sehen lassen. So, hier, geht auch mal noch hier drauf. Die restlichen können ja nichts machen, wirklich. Alter, auf die wollte ich gar nicht. Ich krieg's leider nicht markiert, irgendwie. Jetzt vielleicht. Nein. Na ja, okay. So, wie sieht's denn aus? Hier kann man die, tun die hier noch irgendwas machen? Jetzt geht's. Sehr gut. Ah, die hat an dem Haus näher gut, müssen wir die erstmal umhauen hier. War auf jeden Fall eine geile Schlacht gewesen und diese eine Szene da, diese Kinokamerafahrt, wo die mitten im Kampf waren, die war mal richtig cool. Allein deswegen hat sich das, glaube ich, schon gelohnt. Also ich fand's halt richtig nice. Komm, hau die Mauer noch weg hier. Ne? Hab ich die da gar nicht draufgeschickt, oder was? Guck nochmal. Mal sehen, ob sie jetzt wegkommen. Ne?
irgendwie hauen die nicht zu, die haben wahrscheinlich auch keine Energie mehr oder so. Und das ist Raute noch an sich gerade. Das ist natürlich ungünstig. Ah, alles klar. Also die Raute ist wirklich nur gut mitten im Kampf. Im Stellungskampf sozusagen. Aber wenn die einmal um Flanken und so weiter anzugreifen, muss man das wirklich immer deaktivieren. Ja, das sieht doch schon viel besser aus hier. Sieht's aus mit der restlichen Kavallerie? Muss man auch nochmal Raute ausmachen. So, vielleicht kriegen die ja sogar noch. Ach, hier sind auch noch welche. Dann nimmt man die ja mit. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Das sind nämlich gar nicht so wenig, die hier wegrennen. Ach, guck da mal. Hier sind auch noch welche. Drauf. Bäm. Oder auch nicht. Hab ich die Geschwindigkeit ausgemacht, auch so sehen? Ich weiß es gar nicht. Nee, die ist an. Ist aktiviert. Ja, ihr müsst jetzt hier nicht wegrennen, ihr könnt hier bleiben. Also chillt mal. Wie sieht's hier aus? Na komm, die kriegt er noch, oder? Kriegt er die noch? Ich tu die mal aufteilen hier. Haut mal die noch weg hier. Geht auf die hier. Ich meine, jeder von denen könnte potenziell in dem nächsten Angriff oder so unseren General weghauen. Muss man von der Seite sehen, aber gut. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also es war eine coole Schlacht gewesen und vom Ausmaß her war das auch bislang unsere definitiv größte gewesen. Okay, Gefecht beenden. Cool, freut mich. Wirklich knapper Sieg. Okay, Gefecht beenden, gucken wir mal. Ja, also ich meine, die müsst überlegen, das war vom Verhältnis her, vom Machtverhältnis her war das ein Verhältnis, ja, die waren ungefähr 66% hatten die. Ja, sagen wir mal 40-60. Und dafür haben wir uns ganz gut geschlagen. Wir haben ein Drittel, nicht mal ein Drittel verloren, eher ein Viertel. Und wir haben auch nicht viel verloren durch unsere eigenen Männer, so eher so 20, 30 Leute nur. Also das hat ganz gut funktioniert mit den Steinschleuderern. Kann man sich das eigentlich auch anzeigen lassen, wie viel die da schon getötet haben? Das würde mich nämlich eigentlich mal interessieren. Naja, egal. So, knapper Sieg. Feinde gefangen. 401. Tun wir auf Sklaven. Ah, nee, geht erstmal wieder nicht. Tun wir erstmal besetzen die Stadt hier. So. Ein edler Tod. Ja, der eine General, der gestorben ist, wo ich nicht wusste, dass das nur ein General ist. Ich habe nicht erst gewundert, dass irgendwie einer fehlt oder so. Und wahrscheinlich hatte ich den auch so sehen mit nach vorne geschickt. Aber unser General, den wir am Anfang hatten, der hat es überlebt auf jeden Fall, glaube ich. Aber schön auch mal wieder so eine animierte Szene zu sehen, weil, oder gerendert, weil irgendwie sind das ziemlich wenig in dem Spiel. Das waren den Vorgängern mal da immer mehr gewesen, auch bei Sabotage und so war da immer ein bisschen mehr. Aber gut. Gucken wir uns einmal an. Aus Respekt. So, dieser große Mann, der Nikon ist gestorben, alles klar, okay. Schade. War aber nicht unser bester General. Wir hungern nach einer Schlacht. So, Streitkraft braucht, ja, okay, na, dann nehmen wir den Staatsmann hier, den Kleomenes. Ja, nehmen wir den. Bereit zum Kampf. Gut, das hat man geschafft. Krass, also es war auch eine ziemlich lange Schlacht gewesen. Die Vorbereitung hat halt lange gedauert. Vom Ablauf bin ich eigentlich, wie gesagt, ganz zufrieden. Am Ende hat er ein bisschen wieder die Überblick gefehlt und so, aber das wird mit der Zeit alles noch besser. Krass, Alter, das war echt übel gewesen. Gut, dann machen wir an dieser Stelle erstmal weiter hier. Muss ich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Wollen wir jetzt erstmal weitermachen hier. Ach ja, wir haben jetzt die Provinz komplett endlich. Da müssten wir jetzt eigentlich in der Theorie irgendwo dann einen Bonus holen können. Müssen wir mal schauen, ob dann irgendwas kommt oder so in der Richtung. Ich schau mal ganz kurz jetzt hier eben, was wollte ich denn jetzt schauen? Irgendwas wollte ich jetzt gucken. Provinzerlasse. Ah, hier haben wir den Spaß, alles klar. Gucken wir mal, Söldnerverhandlung, minus 20% Anheuerkosten für Söldner. Minus 5% Baukosten, minus 5% Rekrutierungskosten für Einheiten, minus 5% Schiffsbaukosten. Handelsreiz, 10% Wohlstand aus allen Handelsgebäuden, reduziert die Abnahme der Sklavenbevölkerung. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß halt nicht, inwieweit sich das dann auch auf unser Handel mit anderen Fraktionen und so weiter bezieht. 4 Nahrung, minus 5% Wohlstand durch Kultur, 5% durch Handelsgebäude generierter Wohlstand. 12 Ordnung, plus 12 öffentliche Ordnung, das ist auch ziemlich gut. Ich glaube, ich werde das hier mal nehmen. Wobei die Ordnung in Hellas, glaube ich, ganz gut ist, oder? Ich schau mal eben.
Hier machen wir jetzt minus 10. Auch minus 10. Ich suche das mal aus. Mal gucken, ob wir dann plus 2 machen. Müssen wir ja in der Theorie. Nope. Ja, vielleicht dann das nächste Runde oder so. Das kann sein, dass das nächste Runde dann gilt. Okay, na ja, gut, von dem wird dann nicht mehr viel kommen, denke ich mal. Ich werde das natürlich erstmal gucken, dass unsere Einheiten sich wieder regenerieren können. Alter, ist das ein Problem. Dann müssen wir uns dann noch währenddessen mal überlegen, auf was wir jetzt als nächstes gehen wollen. Rodas. Ich glaube aber, dass wir uns dann weiter Richtung Norden erstmal aufmachen. Vielleicht dann sogar Pergamon den Krieg dann erklären. Das wäre mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dann hätten wir nämlich auch Makedonien komplett. Und das kann dann nicht schaden. Guck mal gerade, wie sieht's denn aus jetzt hier? Ja, so langsam wird das sowas hier. Den Zipfel haben wir schon. Also Makedonien und dann wahrscheinlich da Orsi. Dass wir diesen Bereich hier noch bekommen. Muss man mal schauen, das wäre mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich würde mich lieber erstmal weiter Richtung Norden ausbreiten. Anstatt Richtung Süden oder so. Bei Ägypten habe ich jetzt keinen Bock, da irgendwie Stress zu machen. Zieht euch das mal rein hier. Neu-Karthago. Also das ist schon Großreich. Kann man sagen. Das ist viel, was die hier haben. Das ist übel. Aber Rom sieht auch schon ganz gut aus. Und die führen ja Kriege die ganze Zeit. Ich meine, das soll mir recht sein, wenn die zwei sich da streiten. Ne? Wenn sie zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Und das hier ist auch schon ziemlich viel. Besitzer Sardes. Hier haben wir Zypern, by the way. Also ich glaube ja fast, dass wir dann Pergamon erstmal einen Krieg erklären. Vielleicht oder erst da Orsi und das mit dem Bereich erstmal einnehmen. Muss man mal gucken. Dass wir uns erstmal Richtung Norden ausbreiten. Okay. Gut. Die Frage ist, können wir jetzt überhaupt noch was machen in der Runde? Ich glaube, ich kann schon nächste Runde einstellen wieder. Hier muss man. Ich gucke nochmal ganz kurz Fraktion wegen Handel. Seid willkommen, werter Gast. Ich bin sicher, eure Worte werden die Ehre eures Volkes in den Augen der Römer nur... Ja, ich glaube, jetzt durchgehen lohnt sich nicht, weil da wird sich jetzt nicht so viel geändert haben in der letzten Zeit. Seid willkommen, Freund Ägyptens. Ich probiere es nochmal hier. Aber wenn das nicht klappt, dann lasse ich es erstmal. Pharaos von eurem Anliegen. Machen wir einfach mal so hier. Alles klar, nee, wir lassen das erstmal. Das müssen wir einige Runden warten, bis sich ein bisschen die Verhältnisse wieder geändert haben. Ich meine, desto mächtiger wir wären, desto eher werden die vielleicht auch mit uns handeln, könnte ich mir vorstellen. So, die kann hier bleiben. Das lassen wir auch erstmal so. Dann können wir hier vielleicht noch... Okay, Burgschützen haben wir auch schon geholt. Na, dann können wir ja erstmal nichts mehr machen hier. Ich guck mal eben noch in Epidamos, was wir jetzt hier noch bauen können. Geweihter Boden, Gehöft, Musterungsfeld, Bauwesen. Ja gut, können wir uns eh... Ah doch, das können wir uns sogar schon leisten hier. Ja, ich baue jetzt einfach wieder geweihter Boden, gut ist. Erstmal. Ich verstehe ja noch nicht so ganz, warum ich hier nicht diese Bibliothek bauen kann, die wir erforscht haben. Aber vielleicht kann ich die dann nur in Sparta bauen oder so. Ich weiß es nicht. Das kann auch sein, dass man die in der Hauptstadt bauen muss. Müssen wir da mal schauen. So gut, Leute, dann Runde beenden. Weiter geht's.